Ein echtes Brainstorming. Wenn wir gefragt werden, wo befindet sich das modernste Kommando- und Kontrollzentrum der Welt, fällt uns zunächst keine Antwort ein. Doch die Antwort ist ganz einfach. Unser Gehirn, welches wir jeden Moment bei uns tragen. Unser Gehirn ist ein Wunderorgan mit mehr als 10 Milliarden Zentren und 2000 Verbindungen jedes Zentrums. Etwa 50.000 Gedanken gehen täglich durch ein aktives Gehirn. Schreiben, sprechen, sehen, hören, rechnen, malen. All unsere Aktivitäten sind mit dem Gehirn verbunden. Die Koordination all unserer Systeme und Organe, insbesondere unseres Nervensystems, findet im Gehirn statt. Das menschliche Gedächtnis, das so viel Platz wie ein Reiskorn in unserem Gehirn einnimmt, kann so viele Informationen enthalten wie hunderte Enzyklopädien. Doch Flashspeicher und Chips kann der Mensch erst heute herstellen, indem er sein Wissen für hunderte von Jahren kombinierte. Also, wer besitzt und unterhält die Befehlssteuerungs- und Softwaretechnologie in unserem Gehirn und das Gedächtnis, die seit Tausenden von Jahren geschaffen wurde und weiterhin geschaffen wird? Ich frage mich, warum unser Gehirn an der Spitze unseres Körpers platziert ist und nicht anderorts. Vielleicht nimmt es einen ähnlichen Platz ein wie die Brücke und das Ruder oben auf einem Schiff, damit der Kapitän dieses gut führen kann. Ganz oben steht unser Gehirn als Kommando- und Kontrollzentrum. Sollten wir nicht überlegen, ob es angemessen ist, ein so hochmodernes Gerät nicht nur zum Essen, Trinken und zur Deckung unseres finanziellen Bedarfs zu verwenden?